herzlich willkommen bei Renas Live. Heute seht ihr etwas über meinen absoluten Lieblingsautor, denn ich glaube, ich besitze fast alle Bücher mittlerweile von ihm. Und zwar geht es hier über Nicholas Sparks. Sorry, Leute. Es geht nicht nur um die Bücher, sondern auch mittlerweile die Filme, die er so darüber rausgebracht hat. Und ich habe das Ganze jetzt aber nicht irgendwie sortiert oder so, sondern ihr werdet jetzt erstmal so die Taschenbücher sehen. Und ich werde sie euch halt einfach mal kurz zeigen. Und zwar geht es zum Beispiel hier um Nicholas Sparks, Du bist nicht allein und Der Weg der Träume. Ja, das ist so ein Doppelband, also so mit beiden Büchern hier. Das hat 8 € gekostet und Ich weiß nicht warum, aber ich mag diesen Autor wahnsinnig gern, denn es sind nicht nur Schnulzen, sondern es regt auch einfach zum Nachdenken an. Und hier habe ich zum Beispiel Nicholas Sparks Bis zum letzten Tag. Auch ein sehr, sehr schönes Buch. Dieses hat jetzt hier 9,95 € gekostet. Und es war auf jeden Fall ein Buch, das hatte ich so extrem viel immer dabei. So extrem, dass ich das sogar im Schwimmbad dabei hatte. Normalerweise bin ich eine mega Wasserratte. Und hatte das sogar in dem Sommer, als es rauskam, immer dabei und habe auf der Decke gelegen und habe mehr gelesen, als dass ich schwimmen war. Und das ist schon für mich, wie soll ich sagen, etwas, wo schon krass ist. Dieses Jahr habe ich mir gebraucht gekauft und habe auch Nicholas Sparks, ich habe Nicholas Sparks mit dir an meiner Seite kennengelernt. Eigentlich zuerst mit dem Film und mich dann für Bücher von ihm interessiert und habe mir als erstes damals dieses hier gekauft. Das ist Das Leuchten der Stille. Das gibt es mittlerweile auch als Film. Das werdet ihr noch sehen, denn die habe ich auch fast alle, glaube ich, wenn nicht sogar alle. Das hier ist wieder ein Doppelband für 8 €. Zeit im Wind und das Schweigen des Glücks. Hat genauso 8 € gekostet. Und ja, also ich mag diese. Oh, was ich gerade sogar sehe, das habe ich sogar als Mängelexemplar gekauft. Also habe ich noch nicht mal die 8,95 € wahrscheinlich bezahlt, die es eigentlich gekostet hat. Dann habe ich noch als Taschenbuch hier dieses. Die Nähe des Himmels. Das hat auch 8,95 € gekostet. Ist vom Heine Verlag und ja, also mittlerweile bin ich absolutes Hardcover-Suchti-Kind von Nicholas Sparks geworden. Deswegen dachte ich mir, ich fange jetzt erstmal an mit meinen Taschenbüchern. Das Lächeln der Sterne gibt es mittlerweile auch als Film. Hat damals gekostet 7,95 €. Ich bin mittlerweile ja so froh, dass ich schon so weit bin, dass ich mittlerweile die Nicholas Sparks Bücher meistens vor dem Film schon fertig gelesen habe und bin so happy, und dazu werde ich auch, wenn ich soweit bin, noch was sagen. Mein absolutes Lieblingsbuch von ihm werde ich euch nämlich auch gleich zeigen. Dann habe ich hier Wie ein einziger Tag und Ein Tag wie ein Leben. Wie ein einziger Tag, ich glaube, kommt der nicht erst jetzt auf DVD raus? Oder gibt's den schon? Also ich muss gleich mal auf jeden Fall gucken. Hat mich damals gekostet 7 €, da steht's auch noch fett drauf. Sind auch wieder 2 Romane gewesen. Und dann habe ich noch 2 Romane, und zwar Mit dir an meiner Seite. Es ist nicht das Original-Taschenbuch, sondern es ist die Weltbild-Quality. Die kostet meistens ein bisschen weniger. Leider steht es jetzt hier hinten nicht mehr drauf. Und erschien auch knapp nach dem Hardcover, also zu dem gebundenen Buch. Und bevor es zu dem gebundenen Buch ein richtiges Taschenbuch mit dem gleichen mit der gleichen Optik halt gab. Inhalt ist natürlich dasselbe, und ja, ich muss, glaube ich, zu Mit dir an meiner Seite nichts mehr sagen. Es ist so ein trauriger, schöner Film. Dann Für immer der Deine. Dieses gibt es natürlich ja auch mittlerweile schon als Film. Und ich weiß nicht, also ich mochte es so, so gerne. Und das ist auch ein Weltbild-Quality-Buch. Das war es auch schon mit Weltbild. Nun kommen wir zu den Hardcovern, die ich noch habe.
Und zwar, wie ein Licht in der Nacht, gebundenes Buch, ich glaube, das hat so um die 19,99, also knapp 20 Euro gekostet. Kein Ort ohne dich, auch von Nicholas Sparks, auch Hardcover und ich liebe es. Die haben da so Umschläge, man könnte sie abmachen, dann wäre es so rot, aber ich lasse es auch zum Lesen immer dran. Ja, dann mein absoluter Favorite ist dieses hier, Mein Weg zu dir. Und ja, dazu gibt es mittlerweile ja auch schon die Verfilmung und damals, als ich es fertig gelesen habe und ich habe so geweint, habe ich mir so sehr gehofft, dass daraus ein Film gemacht wird und ich bin so happy, dass sie es gemacht haben und dass sie es verfilmt haben und der Film ist so, so schön und deswegen kommen wir jetzt auch zu den Filmen. Und zwar haben wir da Nur mit dir, uralt, mit Shane West und Mandy Moore. Und der Film ist von 2009 oder zumindest die DVD. Ja, auch ein sehr, sehr schöner Film. Message in a Bottle. Ich weiß nicht, also ich konnte mich leider nicht so sehr mit dem Film anfreunden. Ich finde ihn zwar süß, aber es gibt schönere Nicholas Sparks Filme. Dann haben wir hier Wie ein einziger Tag, ein sehr, sehr schöner Film. Und der ist zumindest, die DVD ist von 2005, wenn ich es richtig sehe. Dann haben wir hier Das Lächeln der Sterne. Ja, mit, ich glaube, Richard Gere. Ja, genau. Ja, kann man, aber muss man nicht mögen. Also ich finde ihn okay. Dann natürlich den Film, mit dem ich damals angefangen habe. Und zwar Mit dir an meiner Seite mit Miley Cyrus und Liam Hemsworth. Ja, also ich liebe diesen Film und ich finde ihn so, so traumhaft. Und dann gab es natürlich auch zu dem Buch, mit dem ich dann damals richtig angefangen habe, auch Nicholas Sparks zu lesen und mich dafür zu interessieren, was er so schreibt. Das Leuchten der Stille. Auch ein sehr schöner Film mit Channing Tatum oder wie er nochmal ausgesprochen wird und Amanda Seyfried. Ist sehr süß gemacht. Da muss ich das gerade mal so ein bisschen hier sortieren. Und zwar The Lucky One, Für immer der Deine. Ja, also sie erscheinen immer alle auch, finde ich, halt mittlerweile mit dem Originaltitel, was jetzt mich nicht stört, weil es meistens ja noch drunter steht, wie der deutsche Titel dazu ist. Safe Haven, Wie ein Licht in der Nacht. Das sind dann eher so die Hardcover-Bücher, die ich mir dann zum Schluss so zugelegt habe, also die neueren Bücher von ihm. Dann Kein Ort ohne dich. Auch sehr süß, so ein bisschen in die Country-Richtung, auch sehr toll. Und Mein Weg zu dir. Und was ich absolut abfeiere, und ich habe ihn mir damals auch nicht angeguckt, ist, dass im August ein weiterer Film erscheint. Und nun auch, ich glaube im Januar, Februar, ein weiteres Hardcover erschienen ist. Wenn du mich siehst oder Wie du mich siehst. Ich bin es gerade am Lesen und es würde mich sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben hinterlasst und mir dadurch zeigt, dass euch Nicholas Sparks interessiert und meine Meinung zu ihm. Denn ich habe vor, eine Buchbewertung zu seinem aktuellen Buch zu machen, sobald ich es fertig habe. Es kann sich noch ein bisschen hinziehen. Das Buch hat 500 Seiten und ich bin meistens abends so müde, dass ich wegdöse, wenn ich lese. Aber ich hoffe, ihr seid mir nicht böse und es würde euch nach wie vor interessieren, wie ich das Buch fand. Und ja, hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal. Tschüss!